Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved mit Pokémon, also Arkmon, wie ich so schön immer sage. Im letzten Part haben wir mit unseren Freunden ein bisschen die Gegend erkundet, haben mal geguckt, ob wir noch was Neues finden, war leider nichts dabei. Ihr seht, endlich sehen wir überall Pokémon. Das Spiel hat endlich den Mod so genommen, wie ich es wollte. Und jetzt suchen wir Pokémon, die wir noch nicht haben. Dich haben wir schon. Dich auch, dich auch, dich auch. Gibt natürlich hauptsächlich hier gerade diese Rexer. Aber wir sind voller Hoffnung, dass wir hier noch was finden werden. Unser Typ hat immer noch Durst. Ihr seht, ich habe einfach direkt weiter aufgenommen. Habe nur kurz was getrunken in der Zeit. Hier unten kommt jetzt gleich so ein normalerweise krokodilverseuchter Bereich. Die sind natürlich jetzt nicht da. Das sind Para. Jetzt nicht, dass hier unten jetzt gar keine Pokémon mehr sind. Das wäre ein Rohrkrepierer. Das würde ich ein wenig traurig finden. Was war das denn hier links? War das jetzt ein Stein oder was sich bewegt hat? Nee. Ein Bug. Ansonsten müssen wir nämlich. In dem letzten Sumpf waren auch keine Pokémon. Ansonsten versuchen wir mal, die Wilden zu auszulöschen und dann gucken wir mal, ob die vielleicht nachspawnen. Weiß ich, aber hier oben sind ja welche. Da, bis da oben spawnt hier. Nidoking kommt auch langsam wieder hinterher. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein paar Level-Ups verteilen. Machen wir natürlich jetzt auch, solange der unterwegs ist. Ja, Leben, 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 Leben. Also wenn man solche States hat, Leben, 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 Leben. Soll's schon mit, mein Freund. Der hat kein Inventar. Was ist das denn? Wie er läuft. Aber der hatte gerade echt kein Inventar. Das Nidoking hat natürlich 3000 Leben, das ist geil. Ach, wir schreiben groß, deshalb ging's bei mir die ganze Zeit. Destroy Wild Dinos. Ich sehe immer noch nichts übrigens. Hat aber geklappt. Die Sonne scheint immer noch in den PC. Ich sehe einfach nur so ganz leicht, wo die Bäume sind. Aber jetzt 5 Steine. Ich wollte echt was trinken. Und es freest. Also hier ist gerade ein. Immer wenn es freest, speichert sie ja ab. Aber diese Freezes bei dem Spiel hier, die sind mega lang. Also bei Ark haben sie es ja jetzt verbessert. Da sind sie nur noch 1, 2 Sekunden, aber hier mit dieser Mod, ihr seht es ja gerade, sind bestimmt schon 5 Sekunden um, wenn nicht sogar länger. Und es ist immer noch nichts. Jetzt aber. Sehr schön. Und was getrunken. Jetzt noch schnell was essen, dann dürfte der Mensch wieder zufrieden sein. Aber er ist ja auch so ein Vielfraß. Hat ja schon alles gefressen, was wir hier hatten in der Nähe. Und natürlich im Sumpf gibt es ja nichts zu essen. Das ist ja auch wieder super. Wir verhungern. Ja, wir verhungern ja wirklich gerade langsam. Dann krabbeln wir hier oben die Bäume schnell ab. Büsche, nicht Bäume. Weil im Sumpf gibt es ja echt kaum was zu fressen, so wie das eben aussah. Auf jetzt. Husch, husch. Ich habe noch nie die E-Taste so viel benutzt wie bei diesem Spiel. Ihr hört es. Klack, 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 ins Wasser springen, aber jetzt hier auch Wasser-Pokémon drin sind. Ich fände es ja echt witzig, wenn hier so anstatt Piranhas Carpador rumschwimmen, nicht rumfliegen. Das finde ich witzig irgendwie. Aber ich habe noch kein Wasser-Pokémon im Wasser gesehen. Ich weiß gar nicht, ob die drin sind. Ich weiß auch gar nicht, ob Carpador überhaupt drin ist. Ich weiß, dass Gyarados drin ist. Ich weiß auch, dass ich schon Videos gesehen habe mit Zapdos, mit Mewtwo, mit Glurak. Also, es sind noch einige drinne, die wir noch nicht gesehen haben. Aber die müssen wir natürlich auch erstmal finden, Freunde. Es ist ja schon einfacher, sie zu finden, wie das letzte Mal. Das letzte Mal, da war es ja, war man ja froh, wenn wir überhaupt einen Konfenser mal gefunden haben. Das haben wir ja schon hinter uns gelassen.
Jetzt finden wir ja wirklich Puppen. Wir haben ja auch schon einige hinter uns. Oh. Wieder so ein Freeze gehabt. Ich bin Ash Ketchum, der Pokémon-Cheater. Ja, Moment, ja wirklich. Weil alle, die wir hinter uns haben, die haben ja wirklich gecheatet. Also ist ja nicht so, dass wir die gefangen haben. Oder gezähmt. Ich will euch aber möglichst viele Pokémon zeigen, weil wir schon Folgen hier lang gerannt sind, wo wir nicht ein Pokémon gesehen haben. So wie jetzt gerade. Schon ein bisschen merkwürdig, dass ihr gerade gar nichts esst. Ja, von draußen kommt schon so ein bisschen Lüftchen rein hier. Ich hatte nicht gerade das Fenster auf, weil man hier in der Sonne sitzt und es ist so heiß vom Computer. Ich schwitze fast. Ohne Witz, es ist so heiß. Hier ist kein Pokémon. Jetzt ist gar nichts mehr hier. Nicht, dass wir jetzt die ganzen Pokémon gelöscht haben. Nein! Wo seid ihr nur? Kein Zapdos in der Nähe, nee. Schade, 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 Freunde. Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe sämtliche Mods ausgemacht, bis auf den hier von Pokémon. Und dadurch sind jetzt wirklich auch alle. Ihr seht ja, es sind ja fast nur noch Pokémon jetzt im Spiel. Es sind ja ganz wenige Dinosaurier. Und ich glaube, dass die Mods sich gegenseitig halt behindert haben. Weil dieser Pokémon-Cheat, der macht ja das ganze Spiel nicht kaputt, aber er macht es anders. Weil normalerweise hast du ja hier Dinosaurier. Das ist ja gar nicht mehr Ark Survival Evolved sozusagen gerade. Zwar die Grafik und so ist natürlich von Ark. Aber dieses Gameplay mit Dinosauriern, mit Fabeltieren, mit Steingolems, auch Fabelwesen, was es mittlerweile hier drinne gibt, ist ja nicht mehr gegeben. Mittlerweile gibt es ja Pokémon auf dieser Karte. Und da hinten war ein Frosch, oder was? Nee, ich will kein Frosch. Wir wollen Pokémon! Wir wollen was Neues. Nö. Da war Fledermaus. Er verhungert aber auch die ganze Zeit. Dieser Typ nervt mich schon ein bisschen. Ich habe Hunger! Ich habe Hunger! 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 Das ist jetzt nicht wahr! Jetzt hat er Durst. Unfassbar. Unfassbar, dieser Kerl. Also manchmal. Da könnte ich ihm auf die Nase boxen. Wir laufen jetzt mal um die Ecke. Wenn wir dann auch keine Pokémon mehr sehen, dann scheint es wirklich nur die da drüben auf der anderen Seite zu geben. Und mit dem Galopp herumrennen. Cool. Cool. Man hat nur diesen Feuerschweif die ganze Zeit im Gesicht. Aber das sieht geil aus. Ne, das ist wirklich geil. Galoppa! Hui, wir können springen! Wir können springen, wir können feiern. Ach, da ist wieder so ein Hai. Den nehmen wir uns mit. Der ist mir auch gestorben von uns. Nicht nur einmal mittlerweile. Der fehlt mich in unserer Sammlung. Sehr schön. Kommt ihr? Ja, so langsam. Ist natürlich das Team jetzt mittlerweile so groß. Entschuldigung. Einmal gesteckt und gestreckt und gedehnt, gestreckt und gegähnt. Zweimal versprochen in einem Part. In einer Szene. Wenn man so lange aufnimmt, dann wird man auch ein bisschen müde. Ist ja jetzt schon 3 Stunden, glaube ich. Ja. Also was ich sagen wollte,
Natürlich, die Pokémon sind geil. Aber ist natürlich auch ein bisschen immer sie zu suchen, zu suchen, zu suchen. Dann hat man welche gefunden, dann sind es meistens wieder dieselben. Also jeder. Vulnona ist schön schnell. Der ist immer hinter uns schnell her. Wir haben natürlich auch mit Galoppa hier eines der schnellsten. Normalerweise ist der Galoppa so das schnellste Pokémon, glaube ich sogar. Auf jeden Fall der ersten Generation war es, glaube ich, das schnellste Pokémon. Und hier ist es auch schön schnell. Es bleibt aber auch manchmal einfach stehen. Verstehe ich nicht. Wir sind verbuggt. Verbuggt. Wie kommen wir jetzt mal runter vom Galopp? Was ist das denn? Bleiben halt hier auf dir. Was ist das denn für ein Bug? Wenn man runter will, bleibt man am Feuer hängen, oder was? Ernsthaft? Hilfe! Nidoking ist da. Ja, Taubos. Du könntest auch mal von da oben runterkommen. Uncool. Also das ist ja jetzt ein Bug hier, der gefällt mir gar nicht. Also ich finde es geil, dass wir gerade auf dem Galopper reiten. Aber wenn wir jetzt irgendwas selten sehen würden, wie selbst wenn wir jetzt ein Mew hier sehen würden, wir können es gerade nicht zähmen oder ercheaten, weil man an diesem Feuer hängen bleibt und einfach nicht mehr runter kann. Merkwürdig. Das ist jetzt echt merkwürdig. Und es bleibt doch einfach immer stehen, was ich nicht verstehe. Und hier, seitdem wir die wilden Dinos getötet haben, habe ich das Gefühl, wir sehen fast gar nichts mehr. Oh, ich glaube, das hier mache ich als Profilbild für meinen YouTube-Kanal. Auf Galoppa reiten. Cool. Mit Feuerkopf. Yay! 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 Ja. Also ich komme hier nicht mehr runter. Definitiv. Einzige Möglichkeit wäre vielleicht, wenn Taubos über mich fliegt, dass ich da aufsteigen könnte. Nein! Ich hatte es doch fast. Nee. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ist natürlich da lustig, dass das Feuer sogar im Wasser noch an ist. Vorne läuft, glaube ich, eine Motte. Ach nee, das ist wieder dieser Hai. Weil das Gute ist, wenn wir nicht jetzt hier kein Pokémon mehr finden würden oder so, könnten wir hier vorne gleich links abbiegen, dann wären wir direkt wieder an der Stelle, wo wir schon mal waren. Mit einem Bissen vernascht. Also das Galoppa hat natürlich einen Megaschaden. Und die hängen natürlich jetzt hier hinter dem Stein fest.
Ich würde sagen, ich versuche vom Galopp herunterzukommen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann, Freunde, wenn es wieder heißt Pokémon.